Willkommen zurück hier bei Dragon Ball Xenoverse. Ja, vorhin letzte Part da mit dem Fight gegen Freezer. Der irgendwie, also ganz ehrlich, der Fight war ja endlos. Ich dachte schon, ich komme da gar nicht mehr raus, ey. Naja, zum Glück haben wir es trotzdem geschafft. Und jetzt ist halt die Frage, was machen wir? Weil ganz ehrlich, klar, wir sind schon oder erst, sind wir natürlich ein bisschen Interpretationssache. Auf Level 16, aber ich glaube für Freezer in einer Endstufe dann ist das noch zu heavy und deswegen, naja, mir ist soweit alles getan. Ich würde gerne trotzdem nochmal gucken in neuen Kampfobjekten, ein bisschen Fähigkeiten vielleicht sogar noch oder neue Ausrüstung, könnte ja auch nicht ganz so schlecht sein. Weil mehr Power, mehr Defense wäre sicher nicht so verkehrt. Ja, was mache ich jetzt da? In die falsche Richtung, gut. Der Quinten, wie geht's dem Mann? Der Ronald McDonald, hi Kumpel. Bisschen seltsam aus, wa? Noch ein Freezer, hey, du könntest mal dem Bruder sagen, dass er da totale Scheiße baut. Na, scheinbar nichts. Wir sagen Freezers und Boos-Rasse, aber irgendwie Cells-Rasse nicht. Gut, ich meine, das ist Cells sowieso eine Kombination aus vielen verschiedenen Rassen, das natürlich schon. Und hier ist Vegeta, den wir nachher auf ein Training anquatschen wollen. Aber ja, eher später. Wo wollte ich heute sagen, dahin? Nee, fehlt kein Laden. Naja, welcome. What can I do for you? Das Kamehameha! Ist gekauft. Die Sonnenfaust. Auch die kann gar nicht mal so übel sein. Das ist eine Schlagfähigkeit, wa? Wochenende! Alter, das ist... Ja, das ist übel. Wilde Salve, die haben doch bereits. Also so etwas Ähnliches zumindest mal. Das ist eine wilde Serie Sturmangriffe. Der super Rücksprung und so entkommen. Ja, Kehrtwende. Einen größeren Bereich. Das ist natürlich mal geil, wobei wir haben schon eine ähnliche Attacke. Schlag dich auf die Wange, um wieder Energie zu bekommen, für den Außer wieder. Ja, ist klar, wir so. Oh! Gut. Die Sonnenfaust! Funktioniert von hinten. Oh! Ne, lassen das, Freunde. Ich bin mit der Stolz noch nicht so vertraut, dass trotz allem, und wir haben schon öfters gesehen, dass es gerne mal in die Hose gehen kann. Also lassen wir das mal. Nehmen mal Fähigkeiten ändern, Superangriff. Das wird aber der hier sein, wa? Stufe 3 geladen werden kann. Oh, cool. Ja, hier wird ja noch immer noch einer, wa? Was? Vielleicht auch mal was für Nahkampfer. In Supermanier halt. Aber die Frage ist: bringt das das Wochenende? Von Raditz oder was? Hm. Was ist Wochenende? Haha. Attacke oder ist es auch. Ne, super, glaube ich, eher weniger. Wohl Ki kosten 300, das kann durchaus sein. Wir suchen es mal. Aber sonst das Geld, Oscar relativ schnell wieder drin. Also Fähigkeiten anpassen. Hier dürfte drin sein. Jo, ist sogar. Cool, jetzt haben wir überall etwas. Super Abwehr und Energieladen. Also Energieladen behalte ich sowieso. Das muss sein, das finde ich ganz geil. Das sieht ein bisschen aus wie Team Gohan, aber gut. Du, Kostümler, das ist was Neues für uns. Tenshin Hans Chi, du, Son Gokus Muten Roshi. Oh, 6000, ach du Scheiße. Aber nichts, was irgendwie alles blau steigen würde. Ich weiß, eventuell ein bisschen fies und so, aber wäre schon nicht schlecht. Zwei sogar außer Grundangriffsschlag. Geil, aber Ki-Explosion. Ah, dann nur zu. Den Piccolo verschnitten. Heldenanzug. Ja, ganz toll. Die ersten Werte gefallen mir jetzt nicht so sehr. Also, der Grund ist jetzt schon alles geil, aber wenn du so überlegst. Kampfanzug und Raditz vielleicht mal. Trainingstempel Chi, wer der Kämpfe entworfen wurde. Tolls. Gesundheit hoch, aber Kick-Explosion, Superangriff.
Ja, bei Freezer baut sowieso mehr auf. Doch das hier, aber kriegst du so einen Superangriff dafür runter? Weißt du was, kauf's einfach mal, wir können ihm noch gucken, wie wir genau machen. Ja, einmal, dankeschön. Bye bye, naja. Du, mich auch, Mann. So, Kostüm oben, kann man zu Graditz. Ja, machen wir schon etwas her. Aber nee, sorry Freunde. Ich muss ganz ehrlich zugeben, da gefällt mir das hier schon sehr viel besser. Zum einen natürlich das und zum anderen auch. Hat doch lieber irgendwelche Anzüge. Der vielleicht, wa? Also vor allem halt Anzüge, die zwar andere Wirkung haben, natürlich eine bessere Wirkung haben, aber halt trotzdem so aus wie unser aktueller Anzug halt. Das sieht auch kacke aus. Also dann haben wir den Grundangriff wieder, wa? Verkehrsexplosion Gesundheit hoch. Aber ich weiß, ich lasse halt mal, muss noch mal ein bisschen was sagen und so und dann nachher Fails eingehen, das ist kein Problem. Deswegen sind wir alle hier. Zum etwas testen und natürlich Erfahrungen sammeln. Dann muss ich mal gucken, Scouter. Roter Scouter, ja toll, aktueller Scouter. Ich hätte lieber ein bisschen Z-Objekte, wenn man eher sein soll. Objekt laden, so nicht ganz das gleich, aber egal. Energiekapseln. So nicht daher, nur ein bisschen daher, da wäre doch ein bisschen für das hier. Das dürfte reichen. Gruppenenergie, wa? Das wäre noch eine Energie. Ich würde doch lieber noch ein bisschen warten und danach halt direkt auf M oder sogar noch höher umsteigen. Dann haben wir jetzt Z-Seelen. Mal Angriffe etwas. Nie aufgeben und das Gleiche. Schon leicht reduziert. Tja. Das war's nicht schon teilweise TP wieder her. Klingt auch nicht schlecht, Mann. So. Das wäre es, wenn wir anpassen. Natürlich die Fake. Nee, Quatsch. Die Kampfobjekte natürlich. Energiekapseln S. Lieber auf M, wa? Ja, würde ich schon sagen. Nee. Noch anders. Klassiere die S und packe mal die M rein. Falls notwendig werden dürfte. Gut. Ich bin jetzt hier. Muss er zurück, wa? Dann Leute, das Training mit Vegeta spannen sie noch nach der Freezer-Saga auf, genauso wie noch ein paar Offline-Parallel-Quests. Jetzt will ich echt noch Freezer, ja, am liebsten würde ich sagen, in den Hintern hauen, aber ich glaube eher, das ist eine tolle Erfahrung für uns, wa? Dass du sagen kannst, jo, wir haben es versucht, es war geil, aber wir haben total versagt. Oh Mann, aber Stufe 16 jetzt zu wenig, um dich schon, hm? Naja, wir sehen's ja. Ursula? Ja. Hey Jaden, alles klar? Wo ist denn dein Elementarheld Neos? Na egal. Müssen nicht verstehen, hat er nichts mit Dragon Ball zu tun. Hey, hey. Wenn ich so springen kann, ich aber irgendwie fliegen? Nee. Hey. Furchtbar Kampf geworden, wenn wir das Zapatol fortsetzen. Yo, pass auf dich auf! Du versuch's. Jetzt wird's übel. Way, Mr. Piccolo!
Bin ich gerade erschrocken, ey. Fine. I'll just kill you all. Stop it, Frieza! Goku! How dare you? You are going to pay for this! Endlich, die Super Saiyajin-Wut. Okay, das fand ich jetzt gerade ein bisschen sehr extrem schnell, wie er plötzlich Super Saiyajin wurde. Dann ruhig noch ein bisschen ausschmücken können. Aber gut, dann reduziert für das Tipp auf ein bestimmtes Maß. Hallo, ich bin K.O. Er hat mir voll gegen Fels geschmettert. That's enough, Frieza. Now I'm mad! That angry. Ja, und ist alles okay, ist klar. What's going on? Go on. Take Piccolo and go back to Earth. Get out of here while I still have some control over myself. Go now. Yes. Thank you, Dad. Kamehameha. I'll be waiting for you to come back. I'll never forgive you for what you have done. Who are you? No. I was saved from Earth. And I came here to beat you. Sieht auch geil aus. So ein bisschen viel Bewegung drin für meinen Geschmack, aber was soll's. I am Goku. And I am a du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Und Goku macht dir richtig platt. Ich muss gar nicht machen, ey. Ja, du bist ein Schwächling. Haha. Sag mal, das Spiel verarscht doch wirklich, ey. Ey, immer wenn ich zuerst denke, jo, kein Problem, machen wir locker, dann, keine Chance, und dann ging so geht's hier, weil ich denke, wird total kacke, wird sich, schon vorbei. Ey, ich habe gar nichts gemacht. Was war denn das? Ja, Team ist immerhin noch ein paar Mal offscreen ein bisschen, noch ein paar Mal durchmachen. Nein, schon wenn sie ganzen Level absehen. Level 17, so schnell kann's gehen. Ja, ist jetzt. Nee, da wäre zu früh, wenn er bereits jetzt schon down wäre. Endkampf, volle Kraft. In 5 minutes, this planet will become space trash. Wow, Alter, macht der Damage im normalen Wurf. 5 minutes is enough. Enough to defeat you. Ich versuche gerade ein bisschen zu beobachten, was du machst und so. Und sonst würde ich das gerne Goku überlassen. Nein, tschüss. Kein Bock drauf, er soll Goku machen, ist sein Kampf, nicht meiner. Ich booste mich lieber ein wenig. Ja, jetzt kannst du ruhig kommen, Kumpel. Friss das! Ups! Warte hier! Das ist doch nicht geplant! Ist schon kein Problem. Guck, mach das ja alles. Entweder bin ich zu stark oder. Ein Computer, Kumpel, NPC ist zu stark eingestellt. Tschüss. Bin mir nicht komplett bescheuert. Tschüss, kann ich auch. Arsch mit Ohren, ey.
Boosten, Boosten, es lebe das Boosten. Manche was gefasst, Freezerline, du! Deine Treffchen wegen aber nicht, egal. Wie so sagt, komme, homme! Naja, Goku macht das schon. K.O. Ja, wie bereits erwähnt, ich habe Freezers, also sprich halt Kämpfe gegen Freezers, Hell und Boom, ist nichts Neues, habe schon ein paar Dragon Ball Spiele hinter mir. Alle waren immer sehr, 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 sehr viel schwerer als der hier. Das ist im Prinzip nichts. Man denkt, man macht vielleicht, ja. Oh, sind wir vorbei. Na, zu früh! What? Polunga! So King Kai used the Dragon Balls. Okay. I really don't know much about you, but you really helped me out. Let me be the one to finish this, though. Wie du willst, ist ein Fight. Goku always refuses our help. It's just the way he is. Jo, würde auch mal sagen. It's all right though. Goku won. And finally, the scroll is back to normal. Das ist wohl die Hauptsache. Still, I'm really glad Mira didn't interfere. Ja, ich muss zugeben, sie haben mich ein bisschen überrascht. You're right. They never did. Can't imagine what they would have done. Didn't they say that they'll kill anyone who'll stand in their way? I wonder why they didn't come out this time. Who knows? Maybe it's just a whim. Perhaps, perhaps. But anyway, good job, you two. Danke. Yes. Thank you. The fight between those two is starting to change history. But it's too early for this. Could it be that there are others like them who can alter history? Impossible. Wer war denn das? Die Legende vom Super Saiyajin! Können wir uns mal zum Super Saiyajin transformen? Das ist mal eine gute Frage, Freunde! Und wir haben's geschafft! Aber sorry mal, die Kämpfe gegen Freezer waren ja wohl lahmarsch, bis zum geht nicht mehr. Ich meine, klar, wir kriegen viele Punkte für Rang Z, also kann ich ja locker jetzt noch offscreen später mal irgendwie 4-5 Mal das Ganze durchmachen, nachher wenn der Level 20 plus, also von dem her würde man sagen. Das ging gerade sehr, sehr schnell. Nee, nicht schon wieder viel. Die Dragon Balls haben wir auch noch, sollen wir ihn ja noch hier sammeln können, aber alles ist an der Zeit. Wir werden mal gucken gehen, ob wir jetzt irgendwie mit neuen Fähigkeiten haben, oder echt generell schon irgendwie Super Saiyajin machen könnten. Wäre natürlich geil. Wenn das jetzt für uns auch geht. Bezweifelst du ein bisschen? Bleiben wir da. Kommen wir da her. Auch nicht schlecht. Verbündete Nerven, aber sind ein bisschen zu wenig Zeni. Du kannst fliegen wie der Futo. Ist das eine Anspielung auf Naruto? Weil Futo ist dort ja das Windelement halt. Du kannst hier zu werden. Das Kerl, wenn du tolle Witze da auf.
Oh Mann, ey. Z-Seele von Kaya Verstärkungsstein. Mal langsam die Gesundheit. Hilfe. Das ist doch doof, Mann. Ja, wir haben zumindest nichts hinsichtlich halten. Dem Super sei. Jetzt bin der Ginyu da? Nee, ich nehme keinen Bock zu trainieren. Habe ich hier irgendetwas im Sinne von Super Saiyajin? Auch nichts, wa? Bitte komm bald wieder. So ein gutes Kind, was? Naja, nice to item ist egal. Kaioken! Wenn du die Kaioken benutzt, sinkt den Ausdauer. Cool. Transform. Immer etwas, wa? Okay, ein bisschen Kohle braucht dafür noch. Meteorschlag. Du, Geist, Boost, du. Der Brechangriff, das mächtige Explosion aus, wird dann geht direkt nach oben. 300 ist also auch eine super Fähigkeit, also sprich eine ultimative. Wieso eigentlich nicht, wa? So, wenn wir es anfangen, im nächsten Park geht es hier weiter. Und ich werde dann, sobald ich mal ein bisschen dran bin, mit Zinnis farmen und natürlich auch ein bisschen. Ja, weiter Level Ups zu kassieren und dann gerne doch bald schon mal die Kaioken kaufen. Verkauf mal etwas, genau, das soll auch mal machen. Nee, noch nicht. Danke, Mann. Für das. Ups, falsche. Fähigkeit ändern. Meteor Cash, war das hier, wa? Hä? Aha, hier. Wieso geht er nach unten? Ist doch auch eine. Hier geht er nicht, den kann ich nur hier machen. Brecherangriff. Ich finde es einfach seltsam, ist der halt dargestellt, von wegen der Ausweichfähigkeit und so. Hä? Muss ich das auch ausweichen? Naja. Gut, das kann man mir haben, schon mal geil, Meteor Crash, ja, und der Kaioken müsste doch irgendwo hier hin, war vermutlich gegen. Ja, dann wird schwieriger. Energie dann würde ich doch gerne behalten, super wäre auch ganz praktisch, das heißt. Und doch mehr kann man mir haben, hier oben rein und dann einen anderen Superangriff raus und dafür Kaioken. Dann müssen wir gucken, das Ganze hier dann aufgebaut ist. So, dann 3 Punkte zu vergeben. Ich würde gerne mal wieder ein bisschen auf Gesundheit machen. Maximale Key Gesundheit auf 12 ist schon mal gut. Mache dann im nächsten Level auch wieder mal ein bisschen Ausdauer. Und natürlich auch stark. Superangriff, Kick-Explosionen. Ja. Wie bereits erwähnt, ist natürlich schon so, dass Key und so allgemein ein bisschen hervorstechen sollten. Aber trotzdem allgemein würde ich gerne einen Charakter ein bisschen ausgeglichen haben. Son Gohan, okay, wo ist jetzt hier? Da ist Ginyu. Ich würde doch gerne im nächsten Part mal mit Vegeta quatschen. Oh Mann, wo bist du? Könnte durchaus sein, dass du jetzt nicht mehr kommen, weil die Freeze-Saga vorbei ist. Das wäre aber fies. Vegeta, wo bist du? Ja. Ich glaube, wir haben das echt ein bisschen vergeigt, wa? Kann doch nicht sein. Du. Wäre so geil gewesen mit Vegeta, aber wir ahnten so, dass wir plötzlich wieder abhauen. Oder so hier? Auch immer ein Unterschied, wann er wo war. Ne, jetzt keiner mehr hier. Di, ich seh keinen Vegeta, keinen Vegeta, was soll das denn werden? Und ein Candy sehe ich hier noch, toll. Cool, du als Trainer kannst du vergessen, Alter. Ja, Leute, ich glaube, wir haben es ein bisschen vergeigt. Kann es einfach leider nicht, weiß auch nicht genau. Egal, jetzt geht es hier weiter, wie gesagt, gehen wir mal ganz kurz zurück zum Gucken, ob wir da die gleichen da sind, ob jetzt irgendwie Vegeta da ist. Und dann wenn wir doch mal gucken, ob wir mit. Halt allenfalls Vegeta oder Son Gohan, wie auch immer. Ein bisschen noch trainieren können, wa?
Und dann geht's weiter mit der Cell-Saga. Ach du Scheiße, es geht richtig schnell voran hier plötzlich. Ja, plötzlich ist gut. In dem Sinne, bis nächstes Mal und tschüss.